angefangen, als freier Mitarbeiter für die ARD zu arbeiten und für Tageszeitungen in Deutschland, darunter die Süddeutsche. Sehr schnell habe ich auch angefangen, internationale Kontakte anzuknüpfen und habe schließlich aus dem Afghanistan-Krieg heraus in der Mitte der 80er Jahre in über 100 Länder der Welt Filmmaterial geliefert, anhand dessen man die Menschenrechtsverletzungen sowjetischer Truppen in Afghanistan sehen konnte. Darauf aufbauend hat sich dann eine 14-jährige ARD-Zusammenarbeit ergeben, die dann 99 endete, als ich zu Siemens und in die Industrie ging, weil ich schlicht mit meinen journalistischen Arbeitsmöglichkeiten nicht mehr einverstanden war. Hauptsächlicher Grund war eben eine dauerhafte Fehlberichterstattung über alle möglichen Themen, die islamische Länder betreffen oder Probleme, in die weltweit Muslime verwickelt sind. Und das ist eigentlich für mich der entscheidende Ausstiegsgrund gewesen, dass ich hier einfach keine Zukunft mehr sah und eigentlich auch das Gefühl hatte, man würde da meinen guten und unbescholtenen Namen schlicht missbrauchen für Dinge, die nicht wahrhaftig sind. Ich habe dann allerdings Siemens auch sehr schnell verlassen, weil ich feststellte, dass der Laden vollkommen korrupt war. Das war 2001. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht und das Desaster seit 2005 mit Siemens ist inzwischen weltweit bekannt, der größte Korruptionsfall in der europäischen Wirtschaftsgeschichte, also nicht von Pappe. Und hat letztlich auch noch einmal den Blick geschärft, sagen wir mal, für das verhängnisvolle Miteinander von grundfalscher Kriegs- und Wirtschaftspolitik. Das, was wir jetzt haben, ist ja nur sozusagen die Auswirkung eines politischen Offenbarungseides, den wir in der Außenpolitik und in der Militärpolitik sehen, nochmal auf andere Felder sozusagen ausgewirkt, also zum Beispiel eben auch auf die Wirtschaftspolitik, wo wir jetzt Finanz- und Wirtschaftskrise in einem haben. Sie sagten, Sie sind bereits 1999 wieder bei der ARD ausgestiegen. Ja. Was war denn damals der Anlass? Sie sagten Fehlberichterstattung, was den Nahen Osten angeht. Was genau kann man denn bis zum Jahr 1999 da so beispielhaft anführen? Also ich kann nur sagen, dass eigentlich ich noch nie stressfrei in den 14 Jahren mit der ARD gearbeitet habe und dass ich bereits 1985, als ich da anfing, fand, dass die Berichterstattung zu wünschen übrig ließ. Wir haben in den 90er Jahren ja eine schwierige Situation in Afghanistan gehabt, in der alle möglichen ausländischen Mächte da eingewirkt haben und haben die Afghanen über von außen finanzierte Milizen aufeinander gehetzt und einen dauerhaften internen Krieg verursacht. Daran beteiligt mit Sicherheit die USA, in kleinem Maße auch die Bundesrepublik damals schon, auch durch unseren Geheimdienst, durch den BND. Und ich habe damals schon gesagt, diese Art von Politik baut nicht. Daraus kann nichts Seriöses kommen, dadurch können aber sehr viele schwierige Dinge kommen, sodass ich bereits Anfang der 90er Jahre amerikanischen Gesprächspartnern in den Botschaften, sowohl in Deutschland als auch in Islamabad, vorhersagte, dass die USA sich Bomben vor die eigenen Haustüren legte mit dieser Art von Politik in der Region. Tatsächlicher Ausstiegsanlass aber war eine schlechte Berichterstattung über den Nahostkonflikt, als ich erstmalig versuchte, einen Gesprächspartner der Hamas vor das Mikrofon zu bekommen oder in die Sendung bei Phoenix zu schalten, weil ich der Ansicht war, dass wir beide Seiten beleuchten müssten, so wie ich das als Journalist, als Handwerkszeug mal gelernt hatte. Und als ich feststellte, dass durch einen sofortigen Telefonanruf des Programmchefs damals mitten in die Sendung hinein, in der ich Chef vom Dienst war, es hieß, bitte abschalten diesen Herrn, der nicht einmal der Hamas angehörte, sondern schlicht ein Dorfältester war, der davon berichtete, wie schwierig es ist, Oliven, eine Heine zu bearbeiten, wenn die Israelis die Straßen zumachen. Und als das nicht gesendet worden durfte, war mir eigentlich klar, es ist Zeit zu gehen. Was kann man denn da für Rückschlüsse auf die Medien generell ziehen? Also
Das würde ja bedeuten, wenn man sagt, die Medien belügen uns, dass alle Redakteure und Journalisten korrupt sind. Oder wissen die das selber auch nicht besser? Wir haben eine Situation, in der, sagen wir mal, in dieser Gesellschaft, wie wir sie hier haben und wie sie sich auf ganz Europa und die USA erstreckt, Korruption im Alltag haben. Die ganz normale, übliche Korruption. Jeder kennt davon ein Stückchen. Jeder kennt Vorgesetzte, die lügen und betrügen und er darf nichts dagegen sagen, sonst fliegt er raus. Dieses Thema kennt jeder Redakteur in jedem Medium. Also es kann niemand sagen, davon weiß ich nichts, das ist mir unbekannt. Oder Vorwürfe, die ich oft höre, sind, der Hörstel ist ja ein Schaumschläger oder sowas. Ich glaube, wenn wir uns alle fein säuberlich in unser Kämmerchen zurückziehen und sind ein bisschen ehrlich miteinander und gucken mal in den Spiegel, werden wir feststellen, dass wir dieses Lügen und Betrügen alle seit Jahren mehr oder weniger mitmachen. Und je größer und mächtiger die Medien sind, desto größer ist offenbar der Druck auch auf die einzelnen Redakteure und auch auf die Chefredakteure selbstverständlich, in bestimmter Weise zu berichten oder nicht zu berichten. Ich kann ein jüngstes Beispiel nennen, die Welt weiß bis heute nicht, weil unsere Medien das eben verschweigen, wie eigentlich in den hinter den Kulissen stattfindenden Verhandlungen mit der NATO geführt von den USA die Verhandlungsposition der Taliban ist. Keiner kennt sie. Ich habe sie vor einigen Wochen, jetzt Ende März, versucht, an die Öffentlichkeit zu bringen. Der ganze Bundestag saß in Kopie. Sämtliche Medien Deutschlands saßen in Kopie. Die wichtigsten Fernsehanstalten der Welt saßen in Kopie. Auch die wichtigsten Presseagenturen, AP, Reuters, dpa. Niemand hat sich dazu geäußert. Ich habe schließlich angefangen, Einzelne anzurufen. Schließlich ließ sich der britische Independent dazu herbei, die Taliban, wie soll man sagen, Änderungen in der Innenpolitik, also dass man die Bärte abrasieren darf, dass die Frauen ohne Vollverschleierung gehen dürfen und andere Freizügigkeiten. Diese Freizügigkeiten, diese neue Politik zu verkünden, aber nicht zum Beispiel den Wunsch der Taliban nach einem Gesamtabzug aller fremden Truppen binnen 6 Monaten. Das durfte offenbar zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Afghanistan-Konferenz und NATO-Konferenz in Den Haag nicht veröffentlicht werden. Und seitdem, ich habe es jetzt nicht wieder gegoogelt in den letzten Tagen, aber jetzt ist klar, wir haben immer noch eine Situation des Verschweigens in den wichtigen Medien. Und da die Chefredakteure selbstverständlich im Verteiler sind, auch der Chefredakteur der ARD oder der ZDF, das ZDF ist es überhaupt keine Frage. Es ist den Medien politisch außerordentlich bewusst, was die Nachricht des Tages wäre. Nur leider fühlen sie sich etwas unangenehm berührt, wenn man ihnen sagt, sie sollten sie doch bitte auch veröffentlichen. Und wir haben nur durch Jimmy Carter zum Beispiel in Nahost kennengelernt, die 14 Gründe, warum eigentlich die Israelis die Roadmap de facto ablehnen für den Friedensschluss in Nahost und kein Medium hat darüber berichtet. Diese Art Dinge sind uns zu eigen. Sie erinnern mich an den Sowjetblock, als es den noch gab, und ich möchte kein Bestandteil davon sein. Sie sagten vorhin, wir wissen absolut nichts über die momentane Position der Taliban. Wie sieht die denn aus? Die Taliban sagen, dass sie an einer künftigen afghanischen Regierung personell nicht beteiligt sein wollen. Sie bestehen nicht darauf. Sie sind allerdings auch gegen Wahlen. Ob sie gegen Wahlen sind, wenn alle ausländischen Truppen weg sind, denn das ist ja nicht im August, sollen die afghanischen Wahlen kommen, sagen die USA, obwohl sie wissen, dass dies der eine Monat im Jahr ist, an dem die Taliban 40.000 bis 50.000 Kämpfer mehr aufbieten können, weil die Religionsschulen in Pakistan, die Madaris, dann Sommerferien haben. Trotzdem wollen die USA so genau in diesem Monat Wahlen abhalten. Wir wissen also, dass das ein sehr umkämpfter Monat wird, dass die Wahlen keine große Aussagekraft haben werden, ob sie nun stattfinden oder eben ob sie nicht stattfinden und vielleicht auch sogar zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, weil wir fremde Truppen im Land haben, die von einem großen Teil der afghanischen Bevölkerung abgelehnt werden.